Fürchte dich nicht, denn ich werde meine Hand nicht von dir abziehen und dich niemals verlassen. Mit diesen Worten Gottes, die der Prophet Jesaja zu uns spricht, begrüßt euch herzlich zum Gottesdienst am 6. Sonntag nach Trinitatis. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schwestern und Brüder, herzlich willkommen hier aus Kampen zum Videogottesdienst. Im Hintergrund der Kampener Leuchtturm, der lange Christian. Fürchte dich nicht, das ist das Motto, das über diesem Sonntag steht. Wir sollen uns nicht fürchten, weil wir Gottes geliebte Kinder sind. Ich wünsche uns allen, dass dieser Gottesdienst uns Kraft gibt für den Sonntag und für den Alltag, der vor uns liegt. Die Lesung des heutigen Sonntags steht geschrieben im 5. Buch Mose 7, Vers 6 bis 12.
Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht, zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Halleluja! Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schwestern und Brüder, oh welch wunderbarer Sonntag heute, dieser 19. Juli. Hat euch an diesem schönen Morgen schon jemand ins Ohr gehaucht? Ich liebe dich. Nicht, weil du die Schönste oder du der Eloquenteste bist, nicht, weil du die Bezauberndste und du der Charmanteste bist, sondern einfach, weil ich dich erwählt, weil ich mich dir versprochen habe. Hattet ihr das Glück, aufzuwachen mit einer Liebeserklärung? Ihr Glücklichen. Falls ihr noch nicht das Glück hattet, so wird Katrin dies gleich wiederholen. Die folgenden Worte des Predigttextes galten einst Israel. Heute aber will ich sie individualisieren. Denn seit Jesus gelten die Worte, die einst zu Israel gedacht haben, nun für die ganze Welt, für jeden Einzelnen, für jede Einzelne von uns. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen?
Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen. Oh, wie zauberhaft ihr seid, Schwestern und Brüder. Jeder und jede Einzelne ist etwas Besonderes. Du bist heilig. Dich hat der Gott erwählt, nicht weil du größer, sondern weil Gott dich geliebt hat. Und weil er sein Versprechen gab. Wunderbar, so spricht Gott zu uns. Und wenn es uns gelingt, Ruhe und Stille zu finden, wenn wir uns Zeit nehmen zu hören und zu lesen, dann spricht er zu uns jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Dann ruft er uns an. Allerdings nicht per Handy, Telefon oder WhatsApp. Gott braucht keine technischen Hilfsmittel. Er braucht allein unsere Bereitschaft, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir unseren Verstand, unser Herz, unser Fühl geöffnet haben. Einfach gesagt, dass wir Gott eine Chance geben. Wenn es gelingt, dann berühren diese Worte Gottes uns. Ich liebe dich. Du bist mein geliebtes Kind. Und ich, dein Gott, ich will, dass du frei lebst. Weder du noch deine Kinder noch deine Kindeskinder sollen ihr Leben in Gefangenschaft fristen. Ich, dein Gott, habe einst Mose und sein Volk aus Ägypten geführt. Und so wie damals, so will ich auch heute, dass du meine Gebote der Freiheit beachtest. Anders als in unserer Welt ist Gottes Ja ein Ja, das er durchhält. Es ist kein Vielleicht. Es ist auch kein Was interessieren mich meine Worte von gestern? Gott bindet sich an sein Versprechen. Es ist ihm heilig und ernst. Und wie antworten wir auf seine Liebeserklärung? Ganz fromm gesagt, mit unserer Taufe, mit der Konfirmation, mit der Firmung. Es sind unsere Rituale, Gott eine Liebeserklärung zu machen. Die heißt, ja, ich will glauben. Glauben an diesen Gott der Liebe, der mich erwählt hat. Ich will ihm folgen, wohin mich auch immer dieser Weg führt. Wir versprechen Gott, das zu achten, was ihm wichtig ist. Nämlich Gott, unseren Mitmenschen und uns selbst. Wir wollen niemandes Knecht oder Magd sein, sondern selbstbestimmt leben. Wir wollen nicht nach Ausreden suchen, sondern Verantwortung übernehmen. Jesaja sagt, Gott säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gesetze und Gebote und die Rechte, die ich dir gebiete. Der erste Teil dieses Verses ist düster, der zweite erhellend. Luther gibt uns als Rezept zum Bibellesen mit auf den Weg, die hellen Stellen in der Bibel erleuchten die dunklen. Die hellen Stellen erzählen von der Gnade und Liebe Gottes, von der Freiheit des Menschen und seiner Würde. Die dunklen Stellen erzählen von Gewalt, Verrohung und Tod, also von unseren menschlichen Abgründen. Schwestern und Brüder, wenn wir nun die hellen Stellen ernst nehmen, dann darf kein Mensch für sich in Anspruch nehmen, seine Überzeugung mit Gewalt durchzusetzen. Vielmehr lehrt Jesus uns, du sollst deine Feinde lieben. Dies ist das Ende aller Feindbilder. Mahatma Gandhi hat als Hindu Jesus sehr geschätzt. Der Satz von der Feindesliebe hat das Leben von Gandhi verändert. Er sagt, es ist gut, seinen Standpunkt zu vertreten, doch niemals sollte ich meinem Gegner schaden oder sollte ihn das Gesicht verlieren lassen. Es könnte immer sein, dass auch er ein Stück der Wahrheit in seinem Besitz hat. Allein Gott kennt die Wahrheit. Wir Menschen auf Erden
sind Suchende. Und wer behauptet, allein im Recht zu sein und Gewalt anwendet, der lästert Gott. Und diese Lästerung fängt schon mit unseren Gedanken an und steckt in jeder Verunglimpfung unseres Mitmenschen. Hier auf dieser Insel haben wir einen wunderschönen Ort. Sylt mit seiner unendlichen Weite von Himmel und Meer lehrt uns, dass wir ganz klein sind. Wenn wir auf dem Kliff innehalten und schauen in den Himmel und schauen auf dieses Meer und lassen es auf uns wirken, dann können wir in lichten und hellen Momenten erfassen, wie begrenzt unser menschliches Dasein ist. Und dann zu hören, dass gerade wir von diesem unendlich großen Gott geliebt werden, das möge uns frei machen, frei von allen Feindbildern, frei, dass wir gnädig und freundlich den Menschen, die mit uns hier leben, begegnen, denen, die unsere Lebensanschauung teilen und denen, die sie nicht teilen. Karl Barth sagt, wer die Liebe Gottes aussteigt, der muss nicht erst gerichtet werden, weder von Menschen noch von Gott. Er richtet sich vielmehr selbst und tut sich so gleichsam Gewalt an. Der Unterschied, so sagt er, zwischen den Gläubigen und Ungläubigen ist der, dass die einen von der Liebe Gottes wissen, die anderen aber nicht. Und deshalb, so heißt es, können die Glaubenden seliger leben und seliger sterben. Wäre es nicht wunderbar, Schwestern und Brüder, wenn wir dies in unserem Leben ausstrahlen als Glaubende, dieses unfassbare, tiefe Urvertrauen? Wir sind von Gott geliebt. Wäre dieses Urvertrauen und diese Ausstrahlung nicht unser überzeugendstes Argument als Christen gegen allen Unglauben in der Welt? Ach, gelänge es uns, dass wir jeden Tag mit einer Liebeserklärung beginnen. Dass wir jeden Tag einem Menschen sagen, du bist geliebt. Du bist wunderbar und du bist einzigartig. Denn es gibt Worte, die nur du sagen kannst. Es gibt Taten, die nur von dir ausgeführt werden können. Es gibt Beziehungen, die nur von dir lebendig erhalten werden und die für den Lauf der Welt von Bedeutung sind. Ja, es ist gut, dass gerade dich der Herr ins Leben gerufen und geliebt hat. Nicht, weil du größer bist als andere, sondern einfach, weil er die Liebe zu dir versprochen hat. Und so halte nun die Gesetze und die Gebote, damit alle in Freiheit leben können. Werde zum Zeichen der Liebe Gottes in dieser Welt. Amen. Ich wanderte planlos, das Leben gefüllt mit Sünde. Ich hätte keinen Erretter reingelassen, aber dann kam Jesus wie ein Fremder in der Nacht. Preise den Herrn, ich sah das Licht. Ich sah das Licht. Ich sah das Licht. Keine Dunkelheit mehr, keine Nacht. Jetzt bin ich so glücklich, kein Kummer in Sicht. Preise den Herrn, ich sah das Licht.
Schwestern und Brüder, lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Schwestern und Brüder, am Ende des Gottesdienstes findet immer eine Sammlung statt, eine Kollekte. Wir bitten heute um Unterstützung für die Arbeit unserer Kirchengemeinde Norddörfer hier auf Sylt. Diese Kollekte ist bestimmt für unsere soziale Arbeit und für unsere Jugendarbeit. Gott segne Geber und Gaben nach seiner Barmherzigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.